Der Start gegen Fritz Bauer ist gleich in 9 Kategorien für den Deutschen Filmpreis nominiert. Sie selbst sind für das beste Drehbuch und die Regie nominiert. Was ist das für ein Gefühl? Das ist ein tolles Gefühl. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut. So viele Nominierungen haben wir nicht erwartet. Wir wussten aber auch nicht so richtig jetzt, was es überhaupt zu erwarten gibt oder so. Ich weiß auch nicht, ich bin da auch abergläubisch. Ich versuche dann vorher irgendwie einfach gar nicht so viel drüber nachzudenken. Ich habe mich schon sehr gefreut, dass der Film sein Publikum gefunden hat, dass er eine Diskussion angestoßen hat, dass er diese interessante Figur Fritz Bauer bekannter gemacht hat. Und wir sind ja schon quasi seit letztem Jahr in Locarno im Sommer, wo der Film seine Welturaufführung hatte, irgendwie viel unterwegs gewesen mit dem Film und haben schon ganz viel Diskussionen damit gehabt. Aber jetzt ist das sozusagen mit den Deutschen Filmpreisen irgendwie nochmal ein toller Abschluss dieser Reise. Burkhard Klausner ist auch nominiert als bester Darsteller, gilt auch als Favorit schon fast. Wie wichtig war er für diese Rolle? Er war ganz entscheidend für den Film, für diese Rolle. Man kann so einen Film natürlich irgendwie schreiben, so ein Drehbuch, und dann auch kriegt man das auch finanziert in Deutschland und so. Aber man kann den Film einfach nicht machen, wenn man nicht Burkhard Klausner findet oder eben jemanden, der das so stark spielen kann wie Burkhard, diesen exzentrischen, sperrigen und irgendwie Mann eben auch mit einer Tiefe und mit einer Lebendigkeit erfüllt, die einem dann wirklich ein Kinoerlebnis beschert. Ist der Film mehr ein Porträt von Fritz Bauer und Würdigung seiner Arbeit oder auch eine Aufarbeitung der muffigen 50er Jahre, wie sie in dem Film ja auch rüberkommen? Also in erster Linie wollte ich einen Film machen, der tatsächlich für das Jahr 2016 im Kino auch was zu sagen hat, nämlich in diesem Fall eine ganz, wenn man so will, archaische und zeitlose Botschaft, nämlich des Individuums, das für die Demokratie alles aufgibt, kämpft und sich sozusagen gegen Unrecht und Verbrechen stellt und für demokratische Werte eintritt. Und das ist eine eben zeitlose Botschaft, die diese tatsächlich wahre Geschichte dieses beeindruckenden Mannes eben vermittelt. Und das ist eigentlich das Wichtigste an dem Film, dass sie darüber hinaus auch einfach eine unerzählte Geschichte erzählt, nämlich dass Bauer hinter dieser berühmten Entführung Adolf Eichmanns durch den Mossad aus Argentinien steckte, was er eben Zeit seines Lebens gar nicht groß thematisiert hat, dass man auch einen Eindruck in die Zeit der eben schwierigen 50er, depressiven 50er Jahre kriegt, in denen die Verbrechen so unter den Teppich gekehrt wurden, in denen eben dann in diesem Fall zum Beispiel Homosexuelle noch als Straffällige behandelt wurden. All diese Themen sind interessant, aber der Kern der Sache ist wirklich, einen archaischen, zeitlosen Helden zu porträtieren. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Homosexualität, die thematisiert wird. Einige Kritiker werfen Ihnen noch vor, dass Sie dadurch das Wesentliche aus dem Blick verloren hätten. Wie reagieren Sie darauf? Ja, ich sehe es halt anders, sonst hätte ich es nicht so gemacht. Ich finde, dass der B-Plot, wenn man so will, die Angreifbarkeit dieser ermittelnden Staatsanwälte aufgrund ihrer Homosexualität einen ganz entscheidenden symbolischen Wert für einen Film hat. Und ein Film, der jetzt in diesem Fall etwas mehr als 100 Minuten lang und bildet einige Jahre im Leben von Fritz Bauer ab, ist natürlich ein Exzerpt, ist eher ein Symbol, hat in jeder Szene eine symbolische Bedeutung. Und das Symbol, das diese Paragraph 175-Geschichte in dem Film hat, ist die, dass die Moralvorstellung zwischen dem Nazi-Deutschland und der jungen Demokratie nicht so weit auseinanderlagen. Es war eben nicht so, dass die Demokratie über Nacht in Deutschland eingeführt wurde, nur weil es ein Grundgesetz gab. Und nur weil der Krieg vorbei war, waren die alten Gedanken nicht einfach aus den Köpfen. Und das muss man anhand von etwas erzählen. Und das kann man für ein modernes Publikum, auch für ein jüngeres Publikum, natürlich in einer sexuell so befreiten Welt, wie in der wir heute leben, sehr gut am Paragraphen 175. Sie haben sich bei dem Film hauptsächlich auf die Zeit der späten 50er Jahre beschränkt. Warum diese Beschränkung? Nun, wir haben uns auf dieses eine Kapitel im Leben Fritz Bauers beschränkt, nämlich Fritz Bauer jagt Adolf Eichmann und will ihn in Deutschland vor Gericht stellen, und zwar nicht um einen einzelnen einen Mann sozusagen zu verurteilen, sondern um ein ganzes Land mit der Frage zu konfrontieren, was ist hier passiert, wer wusste was und wie gehen wir damit um. Und dieses Kapitel sozusagen ist eine
runde Geschichte. Es ist einfach, das hat ein klares auslösendes Moment. Fritz Bauer in all seiner Verzweiflung, eben niemandem und kaum einer Sache habhaft werden zu können, kriegt diesen Brief. Und dieser Brief besagt, Adolf Eichmann versteckt sich in Argentinien. Und jetzt geht die Reise los und er sucht eben Hilfe beim Mossad, weil er weiß, dass er bei den deutschen Exekutivorganen keine findet, bis er eben gegen alle Widerstände dann eben Eichmann durch den Mossad hat entführen lassen, aber ihn nach Deutschland ja bringen will. Und wie wir alle wissen, ist Adolf Eichmann in Israel verurteilt worden. Dann fragt sich der Zuschauer natürlich, okay, warum wurde er denn nicht in Deutschland verurteilt? Warum ist er denn nicht hier angeklagt worden? Warum haben die Israelis ihn denn nicht ausgeliefert? Was steckt denn dahinter? Und das ist sozusagen das Finale dieser Geschichte, was auf eine Weltpolitik in dieser Zeit, die auch mit dem Kalten Krieg zu tun hat, reflektiert, warum eben nationalsozialistische Verbrecher wie Eichmann nicht in Deutschland vor Gericht kommen konnten. Fritz Bauer sagt in dem Film, dass man sich der Tyrannei niemals beugen darf. Das könnte man ja auch auf die heutige Zeit beziehen. Ist das so beabsichtigt? Ja, wie ich schon sagte, es gibt um eine zeitlose, inspirierende Figur. Und alles, was Fritz Bauer sagt in diesem Film, ist auf die heutige Zeit zu münzen. Er sagt auch an einer Stelle zu einer jungen Frau, die fragt, worauf können wir als Deutsche noch stolz sein? Das ist eine Frage, die die Deutschen permanent umtreibt. Was ist mit unserem Patriotismus? Was ist mit unserem Nationalstolz? Daraufhin sagt er die tolle Antwort, und das ist O-Ton Fritz Bauer, das habe ich nicht geschrieben, sondern das haben wir einfach übernommen aus einem Gespräch. Er sagt, man kann nicht stolz sein auf etwas, was ein Land Gutes gemacht hat. Man kann nicht stolz sein als Deutscher auf Goethe und Schiller. Man kann nur stolz sein auf das, was man selber Gutes im Leben gemacht hat. Und das ist eine zeitlos gültige Antwort. Welche Rolle spielt Fritz Bauer für die politische Entwicklung der BRD? Nun, Fritz Bauer und andere Zeitgenossen, er ist da nicht der Einzige, aber er ist ein interessanter, auch deshalb, weil er so lange vergessen war, ist ein Mann, der die Demokratisierung in Deutschland nach dem Totalitarismus stark mit vorangetrieben hat. Ohne Fritz Bauer und vor allem seine Auschwitz-Prozesse, auch natürlich ohne die Ergreifung Adolf Eichmanns. Man erinnert sich an die Schockwellen, die die Welt erfasst haben, als Eichmann in Jerusalem in diesem Schauprozess, aber nichtsdestotrotz in diesem Prozess sozusagen die Schockwellen, die es ausgelöst hat, die Dinge zu hören, die die Opfer diesem Mann zu sagen hatten, das sind entscheidende Ereignisse in der Weltgeschichte, die sozusagen überhaupt ermöglicht haben, dass Deutschland sich so sehr mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt hat, dass wir eben diese sogenannte Erinnerungskultur auch haben, dass wir wissen, wir müssen über den Holocaust immer wieder reden. Und da sind einige Schlüsselmomente, Eichmann in Jerusalem und die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, gehen auf das Konto von Fritz Bauer und das allein macht ihn zu einem ganz wichtigen Demokraten für Deutschland. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch und wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Preisverleihung. Vielen Dank. Danke.